Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Ori and the Will of the Wisps. Wir werden jetzt erstmal diesen neuen Charakter willkommen heißen, den ich nämlich, glaube ich, noch nicht gesprochen habe bisher, oder? Ich kenne den irgendwie nicht. Also zumindest sagt er mir nichts. Seit ich nach den Stürmen aus meinem gefrorenen Garten geflohen bin, habe ich schon so manche Neuheit gesehen. Aber einen Geist? Eine Familie erzählte mir Geschichten, dass deinesgleichen einst jene Länder durchstreifte, in denen ich ein Fremder bin. Ich beschwere mich nicht, wohlgemerkt. Ich hatte beinahe das Gefühl von weicher Erde an meinen Fingerspitzen vergessen. Aber es fühlt sich noch nicht wie ein Zuhause an. Hast du Samen gefunden? Haben wir tatsächlich. Wir haben tatsächlich einen Samen gefunden, blauer Mond. Im Gegensatz zu ihren Vettern, den Lichtfängern, beziehen diese hängenden Blumen ihre Energie aus dem Licht des Mondes, nicht aus dem der Sonne. Okay. Dann fangen wir an. Ebenso wie der Einfluss des Mondes auf die Gezeiten scheinen diese seltsamen Pflanzen eine eigenartige Anziehungskraft auszuüben. Wir hatten immer einen Strauß von ihnen auf dem Tisch damals in unserer kleinen Hütte. Meine Mutter liebte sie. Möchtest du noch etwas mehr pflanzen? Mehr habe ich ja leider nicht. Biff Thule, die Pflanzenwelt der zu bedingsen. Ihr wisst, was ich meine. Interessant. Sehr interessant sogar. Ich frage mich gerade, wie komme ich denn da oben hin? Da war ja eine Brücke, die wir gesehen haben. Aber wie komme ich da hin? Es muss irgendwie eine Möglichkeit geben. Wie? Wow. Oh, ich kann es sogar betreten, cool. Hier ist ansonsten nichts. Nein! Geil. Okay, jetzt sind wir hier oben. Da oben ist ein Geisterlicht. Nicht ganz. Aber grundsätzlich muss es doch möglich sein, da ranzukommen. Ich bin ja nicht mal mehr fern. Oder wartet mal, kann ich das vielleicht... Kaputt schießen kann ich es ja auch nicht. Ich meine, es kann natürlich sein, dass ich dafür den Doppelsprung brauche. Jetzt komme ich nicht mal mehr da hoch. Nee. Schaffe ich gerade irgendwie nicht. Reden wir mal mit dem hier. Ich grüße dich, Geist. Nicht jeder kann wie Mock der Mutige sein, aber du kannst deinen Mut unter Beweis stellen. Er befindet sich tief in den Mitternachtshöhlen, ein Schrein, der den Mut jener testet, die sich dorthin wagen. Ich würde selbst gehen, aber an meinem Mut bestehen kein Zweifel. Alles klar. Schrein in Howls Bau. Das könnte problematisch werden, denn wir wissen ja, dass Howl nicht besonders gut auf uns zu sprechen ist. Warum auch immer. Und schon wieder haben wir eine neue Lebenszelle vervollständigt. Ach, okay. Gut, das erklärt dann alles. So kommt man auch daran. So, jetzt müssen wir nur noch mal gucken. Unter uns ist das Gorlek-Erz. Ja.
Ach, gar nicht wahr, das ist ein Geistersplitter. Übersprung. Du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Schüsse mit dem Geisterbogen treffen auch Feinde in der Nähe. Okay, im Prinzip können wir den Geisterbogen so sehr pimpen, dass er unfassbar mächtig wird. Da haben wir mittlerweile schon einige Sachen. Wo wird jetzt eigentlich hier diese Bepflanzung? Ah, die wird da unten dargestellt. Mondblüten. Ich bin echt gespannt, wie das hier am Ende aussehen wird, wirklich. Es könnte sehr, sehr schön werden. Unsere nächste Quest schickt uns jetzt aber woanders hin. Nämlich zu Quolok. Das Wasser fließt wieder durch die Mühle, überbringe Quolok die frohe Kunde. Es gibt so viel zu sehen in diesem Spiel. Es ist echt verrückt. So, das haben wir ja schon gemacht, ne? Ich will mal eben gucken, ob ich jetzt vielleicht eine Möglichkeit habe, diese... diesen Boden zu zerstören. Ich frage mich gerade, ob diese kleinen Dinge als Projektile gelten. Muss mal eben gucken, vielleicht reicht ja der Speer. Ja, tatsächlich. Cool. Den Kampfschreien beginnen. Ich habe leider überhaupt keinen Mana mehr. Wir werden es trotzdem probieren. Da kommen die nächsten. Weiter geht's. Das sind ziemlich viele. Oh nein! What is that? Alter Schwede. Okay. Das war dann doch noch relativ gefährlich, aber wir bekommen wieder eine Verbesserung. Eine Splitterplatzverbesserung und damit können wir einen weiteren Splitter anwählen. Und ich würde jetzt mal sagen, wir nehmen die Spaltung. Mit der Spaltung zusammen dürfte der Bogen jetzt mega stark sein. Ja, geil. Kann man sagen, was man will, das ist schon ziemlich geil. So, wieder ein bisschen Leben aufgebessert und jetzt müssen wir mal gucken. Damit haben wir das auch erfüllt. Wie viele... Sehen wir das hier irgendwo? Das scheinen wir hier jetzt nicht zu sehen. Egal. Kann ich mich eigentlich jederzeit teleportieren? Oder muss ich dafür an so einem Geisterportal sein? Muss ich nicht mal. Ich kann mich überall teleportieren. Okay, das ist geil. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich will einmal gucken,
ob ich doch noch irgendwie an dieses Geisterlicht komme. Da oben. Es muss einen Weg geben. Nicht ganz. Käme ich da doch bloß ran. Das war ein Insider, also wundert euch nicht über diese komische Formulierung. Jetzt. Oder ich muss es anders machen. Wartet mal. Ich glaube, ich muss es anders machen. Ich muss. Nee, das reicht nicht ganz. Also mit einem Dreifachsprung würde ich auf jeden Fall hinkommen. Und vielleicht sollten wir jetzt mal auch auf einen... Das war knapp. Das war knapp. Eventuell schaffe ich es sogar... mit einem einfachen... Es reicht nicht ganz. Es reicht leider nicht ganz. Das ist ärgerlich. Merken wir uns also hier den Dreifachsprung. Wenn ich den habe, dann schaffe ich das. Gut. Kehren wir zu Quolok zurück. Und überbringen ihm die frohe Kunde. Und dann bin ich gespannt, wo uns unsere Reise als nächstes hinbringt. Ob wir schon zum stillen Wald gehen. Wo sich wahrscheinlich auch dieser Schrieg aufhält. Autsch. Na komm schon. Hat sich selbst getötet, oh Mann. Das sind doch echt immer die Besten. Warum ist da eigentlich ein zerstörbarer Boden? Vorher war ich ja auch schon da, naja. Gehen wir erstmal zu Quolok. Ich hoffe, er freut sich, dass das Wasser gereinigt wurde. No, Manni. Willkommen zurück. Moki erzählt mir, du hast das klare Wasser dazu gebracht, erneut zu fließen. Der Gestank, der einst über dem Brunnenquell schwebt, ist fort. Unser Sumpfland steht in deiner Schuld. Der Weg östlich des stillen Waldes ist nun offen. Doch gib Acht. Dort lebt sie, die von den Moki Schrieg genannt wird. Ihr Herz ist zu Stein erstarrt. Ihr Schrei bedeutet Leid. Ich bete, dass du deinen Freund findest, bevor sie es tut. Gefallene Freundin, finde Kuh. Sie, Schrieg ist also eine Sie. Die Frage, die ich mir stelle, ist halt nach wie vor, was genau ist Schrieg? Und ist das da hinten im Hintergrund ein Grafikglitch? Es sieht nämlich fast danach aus. Es ist wohl ein Grafikglitch, ja. Quolok, es war mir eine Freude. Wie er mir nachguckt. Ich hoffe, du bleibst gesund. Die Mühle ist wieder in Betrieb. Das Wasser fließt sauber. Quietschende Mühle. Rauschendes Wasser. Jetzt können wir fischen. Jetzt können wir schwimmen. Bitte, liebe Mokis. Ja, schwimmen ist jetzt nun das geringste Problem.
müssen mal eben gucken, ob wir hier noch etwas da oben... Aha, da ist auch noch ein Gorlek-Erz. Okay, dann sollten wir vielleicht nochmal zurückkehren. Ich finde es gut, dass das Spiel so transparent ist, was seine Geheimnisse angeht. Also man findet eigentlich doch alle, wenn man sich nicht total dumm anstellt. Kann es sein, warte mal, es ist quasi direkt über uns. Kann es sein, dass ich das andersrum machen muss? Oder wartet mal. Ah. Sehr gut. Und hier unter Quolok. Au. Haben wir das Gorlek-Erz. Ist die Frage, ob hier noch mehr zu finden ist. Wow. Die sind ganz schön garstig. Hier ist Geisterlicht. Schnell nach oben. Bin ich jetzt ernsthaft gestorben? Das ist ganz schön dark, meine Freunde. Das ist wirklich ganz schön dark. Denn da oben hin, bitte? Ich muss zugeben, dass es ziemlich gut versteckt ist. Aber ich komme da nicht hin. Da brauche ich noch irgendeine andere Fähigkeit, die mir jetzt fehlt. Wahrscheinlich so ein Senkrechtstarter aus dem Wasser irgendwie. Ich glaube, so eine ähnliche Fähigkeit gab es auch in Ori and the Blind Forest. Weiter geht's also. Knapp. Ist das der Weg, den ich gehen muss? Ja. Und dann gehen wir logischerweise erstmal den anderen, nämlich den hier. Nicht unbedingt vertrauenserweckend auf mich und wir können da oben sowieso noch nichts machen. Da ist aber eine Magiezelle, das merken wir uns. Wow. Oh nein. Ist das nicht schräg? Vorsicht, Ori. Dieser Wald ist uns nicht wohlgesinnt. Er gehört jetzt ihr. Schräg. Stille Wälder. Jegliches Leben scheint aus diesem Wald gewichen zu sein. Guckt euch die Tiere an, Mokis, die wir schon bekämpft haben. Und wir haben auch ganz viele tote Eulen gesehen. Das ist das Epizentrum des Verfalls. Ah! Ich frage mich gerade, warum Schräg noch hier ist. Was genau bindet sie an diesen Ort?
okay. Da stirbt man sofort. Kann ich was mit diesen Blasen machen? Ah. Ach, gut zu wissen. Geisterlicht. Auf jeden Fall ganz schön bedrückend, das so zu sehen. Oh, guck mal da oben. Hier oben soll irgendwo das Haus sein. Oder ist es das hier? Das könnte es natürlich auch sein. Oh, wer bist du denn? Key. Ah, Lichtträger, deinesgleichen ist nicht willkommen in meinem Garten. Als die Bäume dich am meisten brauchten, ja, da warst du weg. Sieh doch nur, mein Garten ist praktisch tot. Kalter Stein, rauer Staub. Nur ein Baum harrt noch aus. Ah, selbst sie ist nicht unversehrt. Verlasse diesen sterbenden Ort, ja, wie es deinesgleichen bereits getan hat. Es sei denn, du kannst meine letzte Tochter heilen. Trage ihren vergifteten Ast, Lichtträger. Finde einen Naturheiler. Mach wieder gut, was deinesgleichen falsch gemacht hat. Meinesgleichen? Toter Ast. Finde jemanden, der sich mit Pflanzen auskennt. Tulay kennt sich mit Pflanzen aus. Hör zu, hörst du meinen letzten Baum im Wind seufzen? Ohne einen Heiler, ach, fürchte ich, dass ihre Stimme schon bald erlischt. Oder schwindet. Bitte geh, lass mich in meinem Garten ja in Frieden trauern. Vielleicht kommt Kia nachher zu mir. Hier, guck mal. Das wird diese Tür sein. Von dem Haus. Oh nein! Diese Moki waren zu lange dem Verfall ausgesetzt. Sie wurden zu Stein verwandelt, wie auch der Rest dieses Waldes. Och nein. Die Familie. Versteinerte Puppe, du hast einen Questgegenstand gefunden. Dieser einstige Herzensgegenstand ist jetzt steif und grau. Oh je. Wie soll ich denn da oben hinkommen? Das erscheint mir gerade nahezu unmöglich. Boah. Naja, irgendetwas sagt mir auf jeden Fall, dass Shriek eine wahrscheinlich ähnliche emotionale Geschichte erhalten wird wie Kuro beispielsweise. Und ich find's interessant, was Ki gerade sagte, von wegen, dass wir den Wald verlassen hätten. Oder verraten hätten. Ich frag mich, was das genau sagen soll. Zwei Schlüsselsteine brauchen wir. Hier ist leider noch nicht gekennzeichnet, wo genau wir welche finden, außer jetzt den hier unten.
Ah. Und dann habe ich natürlich den Schlüsselstein. Nicht. Ah, das ist raffiniert. Wir müssen genau den Moment abpassen. Das ist nicht einfach. Sieht so einfach aus, aber irgendwie... wieder verpasst. Auf jeden Fall, wenn wir in diesem Teer landen, dann sind wir auf jeden Fall tot. Nein, was mache ich denn da, ich Idiot? Geht doch. So, und dann müssen wir wahrscheinlich hier oben lang. Da ist nämlich der nächste. Interessant, dass sie dann doch so in der Nähe waren. Und was ist das da oben? Ach, das ist einfach die andere Seite. Öffnen wir erstmal die Tür. Was mache ich denn? So. Sehr schön. Jetzt haben wir hier den Teleporter. Und noch etwas Geisterlicht dazu. Still lag der Wald wie Asche und Knochen. Sind das vielleicht die Eltern von Shriek? Vielleicht ist Shriek sozusagen das dunkle Spiegelbild von dem, was mit Q hätte passieren können, wenn wir ihn nicht aufgezogen hätten. Das ist echt traurig. Guckt mal, wie ihr Blick fixiert ist auf ihr Nest. Das muss Q sein, die wir da gerade hören. Das war knapp. Es war Zeit, heimzukehren. Verlasse den stillen Wald. Oh, das ist weit. Das ist verdammt weit. Da hinten ist der stille Wald. Ah ja. Was ich interessant finde, ist, dass ich mir gar nicht mehr so sicher bin, ob Shriek überhaupt eine Eule ist. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, weil ich habe keine Flügel gesehen, nur diese komischen selbstgebauten Stelzen. Und es kann ja theoretisch auch sein, dass Shriek das
Naja, wenn Shriek eine Eule ist, dann hat Shriek beide, beide Flügel verloren. Vielleicht hat das Shriek so wahnsinnig gemacht. Das Gleiten ist natürlich auch cool. Ich frage mich, ob ich Kuh jetzt immer habe. Oder nur in bestimmten Bereichen.